William Hawley wurde ja genau in der Mitte des letzten Jahrhunderts geboren und ein Jahr vor ihm erblickte Stephen Paulus das Licht der Welt. Beide übrigens an der amerikanischen Ostküste in der Nähe von New York. Eines der schönsten Chorlieder von Stephen Paulus heißt The Road Home. Und das singen wir dann natürlich auch und ihr findet es in euren Noten mit der Nummer 12. Natürlich geht's wieder mit den Sopranen los. The Road Home besteht aus drei englischen Strophen. Und diese drei Strophen sind tonlich identisch zueinander. Fast. Es gibt zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist die dritte Strophe, da kommt nämlich eine Oberstimme dazu. Und diese Oberstimme lasse ich heute aber mal weg, da sie im Endeffekt nur von einigen wenigen von euch gesungen werden wird. Des Weiteren, der zweite Unterschied ist der allerletzte Schluss des Stückes. Da gibt es einige andere Töne als an den Parallelstellen davor, aber das merken wir gleich beim Kennenlernen. Ich möchte es jetzt zunächst so machen, dass ich euch das Ganze auf englischen Zahlen zählend vorsinge. Jeden Takt fange ich neu bei 1 an und dann geht es entweder 1, 2, 3 oder in einem Vierertakt 1, 2, 3, 4 und alle Zahlen zähle ich auf den Tonhöhen, die auf diesem Schlag jeweils notiert sind. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine. Ein letzter Hinweis, dann geht es endlich los. Es gibt einige wenige Töne, in denen der Sopran geteilt ist. Ich singe immer erst den ersten Sopran vor, dann kurzes Stopp und zurückgehen und dann wiederhole ich das Ganze nochmal kurz für den zweiten Sopran. Auf geht es. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
natürlich auch nochmal für den zweiten Sopran Takt 18 mit Auftakt. I can hear that will lead me zweite Sopran, da fangen wir doch nochmal Takt 29 mit Auftakt an. With the love in your heart, with the only song, there is no such beauty so kennt das schon. Der zweite Sopran, bitte. Wir fangen an Takt 39 mit Auftakt. Einfach kurz davor, vor der Trennung. I will lead you. Auch für die Altisten ist das Stück in allen drei Strophen tonlich identisch, bis auf den letzten Schluss, der unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Summstellen. Und auch für die Altisten werde ich das Ganze jetzt mal in englischen Zahlen durchzählen und durchsingen, also je nach Taktart entweder 1-2-3 oder 1-2-3-4. Ihr könnt das gerne in meiner Weise einmal mitprobieren oder das Ganze auch einfach mal auf einem beliebigen Vokal mitsingen. Eine Strophe, nur Konzentration auf die Töne. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
beauty, less mad you'll be long. Rise up, follow me, I will lead you home. Ach, Tenöre, ich hoffe, ich höre euch bald mal wieder richtig. Jetzt müssen wir erstmal zu Hause singen und The Road Home kennenlernen. Wir machen das so, dass ich zuerst mit euch zusammen das Ganze auf englischen Zahlen singe. Habt ihr vielleicht bei den Knaben gerade gehört? Je nach Taktart singe ich auf den Tonhöhen, die immer notiert sind, 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4. Und das Ganze machen wir eine Strophe lang. Und weil die Töne gar nicht so schwer sind, können wir danach direkt auf Text gehen und singen dann alle drei Strophen hintereinander weg. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
endlich Bass. Wie ihr bestimmt schon bei den anderen gehört habt, werde ich das Ganze jetzt zunächst auf englischen Zahlen zählen singen, je nach Taktart 1, 2, 3 oder 1, 2, 3, 4 und das Ganze eine Strophe lang. Danach singen wir einmal das ganze Lied mit allen drei Strophen auf Text. Ihr seid an manchen Stellen geteilt und da werde ich jetzt es zunächst so machen, dass ich immer zuerst den ersten Bass vorsinge, dann ein kurzes Stoppzeichen gebe und zurückgehe und dann dieselbe Stelle nochmal für den zweiten Bass vorsinge. Los geht es! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Selbstverständlich gibt es nun noch einen Durchlauf von The Road Home und dafür bitte ich euch einmal aufzustehen. Und damit ihr wisst, von was ihr da eigentlich singt, möchte ich vor jeder Strophe einmal kurz die deutsche Übersetzung vorlesen. Also gleich zur ersten Strophe. Sag mir, wo ist der Weg, den ich mein eigen nennen kann, den ich verlassen habe, den ich verloren habe so lange zuvor. All diese Jahre, die ich umhergewandert bin, oh, wann werde ich wissen, dass dort ein Weg, eine Straße ist, die mich nach Hause führen wird. 1 und nach dem Wind, nach dem Regen, wenn die Dunkelheit vorüber ist und ich von meinem Traum erwache in der Helle des Tages, liegt ein Ruf in der Luft. Von weit weg, da ist eine Stimme, die ich hören kann. Sie wird mich nach Hause führen. Steh auf, folge mir, geh weg, das ist der Ruf, mit der Liebe in deinem Herzen. Es gibt kein schöneres Lied als dieses, das zeigt, wohin du gehörst. Steh auf, folge mir, ich werde dich nach Hause führen. Nach Recessional und The Road Home kommen wir nun schon zu unserem letzten Stück dieser kleinen Probe. Olaf Christiansen ist ein Name, der jetzt nicht unbedingt nach einem amerikanischen Komponisten klingt. Das liegt aber daran, dass sein Vater aus Norwegen stammte und dann nach Minnesota in Amerika ausgewandert ist. Olaf Christiansen also hat uns ein Stück hinterlassen, was wir schon seit langer Zeit kennen und gerne singen, Light Everlasting. Und das möchte ich mit euch zum Abschluss jetzt einmal durchsingen. Dafür habe ich eine Aufnahme am Klavier gerade eben gemacht und werde dazu jetzt dirigieren.
Das war eine schöne Probe mit euch. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald.